Ich habe zwei Kollegen bei mir, Andreas Glas von der Süddeutschen Zeitung, den ich sehr herzlich begrüße. Guten Morgen, und Alexander Keim von der Passauer Neuen Presse. Ein Satz, weil es eine sehr, sagen wir mal, beeindruckende Würdigung von Barbara Stamm ist. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ich glaube, die Frage gebe ich lieber an den Kollegen Keim weiter. Ich bin jetzt... Macht die Berichterstattung über die Landespolitik bei der SZ jetzt seit 2-3 Jahren. Der Alexander Keim ist da etliche Jahre mehr dabei, der hat sie sehr viel besser gekannt. Ein Wort zu Barbara Stamm. Ja. Eine sehr, sehr starke Frau, eine sehr präsente Frau. Nicht immer bequem, definitiv nicht immer bequem. Aber es hat sich immer gelohnt, mit dem auseinanderzusetzen, was sie gesagt hat. Und es ist schon eine Lücke, auch ein bisschen in der Seele der CSU, die sie hinterlässt. Aber so wie ich die CSU kenne, wird man diese Lücke auch wieder füllen können. Vielen Dank. Wir wollen ein bisschen resümieren über den ersten Tag, einen Blick machen auf diesen zweiten Tag des Parteitags. Wir haben gestern in der Rede eigentlich all das programmatisch gehört, was die CSU jetzt in den nächsten Monaten voranbringen soll, aber auch, was die Menschen in Bayern durch die Krise bringen soll. Ich glaube, das war sozusagen der zentrale Punkt bei Markus Söder gestern und seiner Rede. Wie haben Sie die erlebt? Es war einerseits... das Erwartbare, was man schon ein bisschen kannte, so aus den letzten Monaten, als Markus Söder durch die Bierzelte getourt ist und da so ein bisschen das Medley seiner schönsten Berliner Klagelieder gesungen hat. Das war auch gestern der Fall. Natürlich war die Rede wieder sehr geprägt von viel Kritik gegenüber der Ampel. Aber man hat gemerkt, dass er so ein bisschen, glaube ich, die Lektion gelernt hat und auch gespürt hat, dass es bei den Leuten nicht so gut ankommt, wenn man nur jammert, wenn man nur fordert, so wie er das zuletzt vor allem getan hat. Und wenn ein Ministerpräsident, der ja in Bayern regiert und die Menschen erwarten von ihm ja auch Tatkraft, immer in so einer passiven Rolle drin ist, dann kommt das nicht an bei den Leuten. Das ist nicht das, was die Menschen möchten, was sie sich wünschen von einem Ministerpräsidenten. Das hat er erkannt. Deswegen hat er gestern wieder sehr viel mehr über Bayern gesprochen, über seine Visionen. Da war längst nicht alles neu, aber man hat gemerkt, die Betonung liegt jetzt wieder sehr viel stärker auf Bayern. Wie haben Sie sich empfunden? Also man muss eines sehen, den Parteitag für sich alleine zu betrachten, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Söder hat 2018 nach einer zähen Übergabeschlacht von Seehofer dieses Amt übernommen, hat mit Kreuzerlass und Frauenquote zwei Punkte gebracht, die nicht hingehauen haben. Er hat dann Corona in Bayern gehabt, wo er realisiert hat, als harter Hund, hat dann vielleicht so ein bisschen über die Zeit rüber den harten Hund gegeben, wo die Leute sich schon gewünscht hätten, machen wir wieder ein bisschen langsam. Dazu eine Kanzlerkandidatur, die ihn ganz nach oben gebracht hat. Er wurde dann nicht der Kanzlerkandidat der Union, was ihn ganz nach unten gebracht hat. Die CSU ist in einer wahnsinnigen Bewegung innen und bei ihren Wählern. Und das jetzt wieder ein bisschen zu konsolidieren, eine Positionsbestimmung zu machen, eine Selbstvergewisserung, wo stehen wir und wofür stehen wir. Das ist das, was Markus Söder jetzt braucht von diesem Parteitag, um in dieses Wahljahr zu gehen. Wenn wir uns mal... die, sagen wir mal, Punkte noch mal ins Gedächtnis rufen von gestern, dann war immer wieder bei all diesen Dingen zu spüren, er möchte auch das Vertrauen nicht nur der Delegierten hier, sondern auch das Vertrauen der Bayern haben, weil er sagt, diese Krise kommt, aber wir kommen in Bayern besser durch diese Krise. Wie hat er das begründet? Er hat das vor allen Dingen mit der Vergangenheit begründet, ne? Also er... schon auch mit seiner Politik, also seit 2018. Er hat es vor allen Dingen mit der Hightech-Agenda begründet. Das ist ja eines seiner großen Prestigeprojekte. Da hat Bayern wirklich wahnsinnig viel Geld jetzt reingesteckt in Forschung, Entwicklung von künstlicher Intelligenz etc. 3,5 Milliarden. Das bezeichnet er als Vision 2030, ein modernes, fortschrittliches Bayern, bisschen anknüpfend an die alte Philosophie von Edmund Stoiber. Das war ja damals Laptop und Lederhose. Markus Söder nennt es jetzt neuerdings Hightech und Heimat. Also da merkt man schon auch da in der Rhetorik, das ist schon so eine klassische Rückwendung natürlich zur alten, klassischen CSU, die vor allen Dingen versucht, ihre Kernwählerschaft anzusprechen. Herr Keim, was aber sehr, sagen wir mal, gefährlich sein könnte, ist
wenn er auf Hightech setzt, ist das sicherlich sinnvoll. Aber es gibt auch viel Industrie in Bayern, klassische Industrie, etwa Automobilindustrie, die möglicherweise in diese Krise hineingerät. Er hat ja gestern gesagt, vertraut mir, ich schaffe es, euch durch diese Krise zu bringen. Was ist denn, wenn das nicht so funktioniert? Das ist brandgefährlich, was da vorgeht, weil die Bayern natürlich erwarten, dieses Wohlstandsniveau, das man sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat, nach dem Krieg ein armer Agrarstaat, heute in Deutschland, sagen wir mal, relativ top. Da gibt es auch viel zu verlieren und die Gefahr ist ganz, ganz enorm. Also diese Proteste in Ostdeutschland werden von der CSU aus sehr genau beobachtet. Welche Dynamiken stecken da dahinter? Was kann da passieren? Diese Klammer von ganz rechts und ganz links ist ja genau das, was den Christsozialen auch wahnsinnig zusetzen kann. Also da glaube ich ist schon, man versucht das nicht groß nach außen zu spielen, aber ich glaube, da ist im Laden schon echte Angst vorhanden. Ich sehe da tatsächlich allerdings aber auch eine gewisse Gefahr. Durch die Konzentration, die starke Konzentration der CSU jetzt auf den ländlichen Raum, dass man letztendlich eine Lücke offen lässt in den Städten. Und zwar, man hat ja, gerade wenn man bedenkt, dass man im ländlichen Raum ja durch die Freien Wähler eigentlich einen Konkurrenten hat, den man natürlich bekämpfen muss, aber der natürlich auch schon ein großes Feld besetzt. Während man jetzt wieder ein Stück weit auf dieses Feld geht und wieder ein bisschen eine Lücke lässt in den Städten und damit vielleicht ja auch wieder mehr Platz für die Grünen. Also ich sehe da schon weiterhin noch gewisse Gefahren für die CSU. Also wenn man sehr skeptisch sehen wollte, in der Tat, dann muss man sagen, die CSU hat an beiden Feldern verloren, in den Städten an den Grünen, das Land an die Freien Wähler und jetzt müssen sie den Spagat hinkriegen, hier wieder zurückzuerobern. Und so von der Seele der CSU her, würde ich sagen, ist eher der ländliche Raum die Seele und genau da haben sie einen Koalitionspartner in der eigenen Regierung. Der interessanterweise in seiner Parteitagsrede gar nicht vorkam. Ne? Also die Freien Wähler wurden mit keinem Wort erwähnt. Es gibt aber eine zweite Problematik, das heißt AfD, dieses Problem. Und die AfD hat in den letzten Monaten bei den Umfragen immer so leichte Steigerungen erzielt. Und sie ist sicherlich dann Profiteur, wenn die Krise auch in Bayern zuschlägt. Wie gefährlich ist die AfD für die CSU? Potenziell sehr gefährlich, weil natürlich die AfD sich auch in erster Linie aus dem bürgerlichen Lager gut speisen kann. Und da kann man gut bei der CSU Stimmen abziehen. Das hat die AfD ja schon versucht bei der letzten Landtagswahl mit Slogans, wir sind die bessere CSU oder wir erfüllen oder halten, was die CSU verspricht. Und das ist gefährlich, nach wie vor gefährlich für die CSU. Wie gefährlich sehen Sie das? Ich sehe vor allem, also auf jeden Fall, natürlich, man merkt auch, die AfD hat jetzt in Bayern auch Aufwind, gerade auch in Niederbayern war sie ja auch in den vergangenen Jahren doch auch relativ stark, ja, das spürt man auch jetzt wieder. Ich sehe aber auch eine Gefahr für die CSU. Ne? Ich finde, man hat gestern auch gemerkt, Markus Söder benutzt teilweise auch eine Rhetorik, er spricht ganz viel von Chaos, ne, das jetzt droht. Im Grunde genommen zeichnet er ein Bild, dass diese Berliner Regierung dieses Land ins Verderben stürzt. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch eine Wortwahl, die nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage beiträgt. Ich glaube, da finden sich die Unzufriedenen schon auch wieder in dieser Rhetorik. Aber natürlich läuft man immer Gefahr, dass die Leute am Ende dann trotzdem sagen, ich wähle aber eher die AfD, weil die CSU war ja schon, ist ja quasi Teil des Problems. Also da ist sie so ein bisschen vielleicht auch, die CSU, so ein bisschen in der Falle auch von 2018 drin. Da würde ich an einem Punkt widersprechen. Es bringt natürlich nichts, die Lage gut zu reden. Wenn ich jetzt in andere Bundesländer gucke, gerade heute die Meldung BASF, wo es sehr schwierig werden könnte, wenn uns sowas erstmal bevorsteht und es wurde den Bürgern gegenüber noch nicht wirklich angesprochen mit wahren Worten, dann ist die Situation natürlich ganz besonders schlimm. Und ich glaube schon, dass es auch Zeit ist, auch für die CSU Zeit ist, die Dinge zu benennen und zu sagen, wo Probleme oder dass Probleme ins Haus stehen. An dem kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist natürlich, mit welchen Tönen man das macht und ob man jemanden dafür verantwortlich macht. Es ist eine Gratwanderung. Das ist das Problem, das wir mit Sicherheit dann haben, wenn bestimmte Krisensymptome in Bayern, das sich ja sehr selbstbewusst in seiner Rede präsentiert, tatsächlich spüren können. Und die Menschen sagen, du hast uns eigentlich versprochen, du bringst uns durch die Krise, du kriegst es aber nicht ganz hin. Ja, da ist natürlich in der Tat ein Stück weit auch das Problem, dass Markus Söder und die CSU jetzt auch spüren müssen, dass sie dadurch, dass sie im Bund, auch in der Opposition sind, natürlich viele Werkzeuge gar nicht mehr in der Hand haben, ne, um jetzt
Politik gegen die Krise zu machen. Das wirft sie ein bisschen zurück, auch gezwungenermaßen in die Rolle, immer fordern zu müssen. Also das muss man vielleicht auch mal entlastenderweise dann auch zugunsten der CSU betonen, dass sie natürlich da ein Stück weit auch machtlos ist. Aber das wiederum schwächt natürlich auch ihre Rolle im Wahlkampf, denn die Menschen wissen und spüren das natürlich auch ein Stück weit, dass da eine Partei ist, die vielleicht nicht mehr diese breite Brust hat, die sie früher mal hatte, vielleicht auch nicht mehr diesen ganz starken Einfluss. Also es geht ungefähr bis 13 Uhr, 13.15 Uhr und bevor wir jetzt resümieren, gucken wir mal auf die nächsten Punkte hier. Was ist das, was den zweiten Tag des Parteitags ausmacht? Ja, das wird mit Sicherheit die Rede von Merz sein, dem CDU-Vorsitzenden. Gestern sprach Söder, heute wird es Merz sein. Und vielleicht werden wir so eine leichte Rollenaufteilung sehen. Söder, der bei allen kämpferischen Tönen von gestern doch versucht hat, den Landesvater zu geben, der sich um das Land kümmert. Und Merz, dem womöglich stärker als in der früheren Arbeitsteilung innerhalb der Unionsschwestern die Aufgabe zufällt, die konservative Politik zu verkörpern. Ist eine Erwartung, vielleicht erfüllt sie sich, vielleicht auch nicht, aber es wird auf jeden Fall interessant sein, das zu beobachten. Deswegen sind wir hier und bleiben hier. Ganz herzlichen Dank.